Im Münsteraner NS-Prozess um die Morde im ehemaligen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig hat der Angeklagte bestritten, von systematischen Massentötungen gewusst zu haben. Er sei zwar als SS-Wachmann dort gewesen und habe den schlechten Zustand der Insassen bemerkt, lässt der 94-jährige Johann R. über seinen Verteidiger erklären, von Gaskammern und systematischen Massenmorden habe er aber nichts gewusst. Auch habe er nur unter Zwang in der SS und in dem Lager gedient. Die Staatsanwaltschaft wertet die Aussagen als unglaubwürdig. Der 94-jährige R. muss sich wegen Beihilfe zu hundertfachem Mord verantworten. In Stutthof kamen schätzungsweise 65.000 Menschen ums Leben.